Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen zurück zu My Summer Car. So, wir sind auf dem Weg wieder nach Hause. Im letzten Part waren wir einkaufen, hier sieht man es noch, und ein bisschen Benzin holen. Den Rest haben wir jetzt aus Notgründen liegen gelassen. Andere Wahl hatte ich jetzt leider nicht. Manchmal muss man dann in dem Falle einfach da durch. Dann ist das so. So, der Weg ist nicht gerade um die Ecke. Das heißt, wir müssen bestimmt noch ein paar Minuten fahren. Sehr gut. Wir fahren jetzt hier. Hier vorne regnet es nämlich. Und hier ist es nicht so stark. Da seht ihr. Okay. Ich dachte, das funktioniert. Leider nicht. Wir fahren dafür leider nicht schnell genug, sonst würde das funktionieren. Was natürlich auch scheiße ist, ist, dass wir nicht genau sehen, wo wir hin müssen. Dadurch, dass es ja so stark regnet. Das da ist auf jeden Fall die Insel. Ich denke mal, so in diese Richtung müssen wir ungefähr. Wie gesagt, dadurch, dass es so am Regnen ist, erkennt man hier gar nichts. Wir müssen auf jeden Fall locker an dem Mast vorbei, dann dürfte das da irgendwo sein. Weshalb regnet das hier so viel? Ich hoffe jetzt einfach, dass das der richtige Weg ist. Weil man sieht leider keine Stege oder sonstiges. Durch das Wetter ist die Sicht sehr eingeschränkt. Und die Lautstärke von diesem Boot, Leute, ne, das ist sowas von nervig. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich richtig bin. Entweder ist es hier oder da. Da sieht man jetzt nichts. Man sieht hier überhaupt nichts. Das ist Katastrophe, Leute. Wie mir das auf den Keks geht, dass man hier nichts, aber auch rein gar nichts sieht. Oh, super. So, das Wetter hat uns das Leben gerettet. Wir wären nämlich dran vorbeigefahren, tatsächlich. Es ist natürlich schon heftig, wenn man das mal sieht, wie weit das alles ist, ne? So, die wichtigste Tüte nehmen.
Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Gemütlich nach Hause gehen oder laufen. Ich gehe. Ist mir lieber, ne? Ich muss auch nochmal pipi. So. Ein paar Tröpfelchen rauslassen. Schön. See Ainoa. Könnte heißen, bis zum nächsten Mal oder sowas. Oder das Geschäft heißt so. Das könnte natürlich auch sein. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. So, ich laufe jetzt los. Falls ich hier sterbe, ist es nicht schlimm. Ich wache ja in der Wohnung wieder auf. Warum steht mein Wagen so schräg? Was ist damit passiert? So habe ich den aber nicht abgestellt. Definitiv nicht. Boah, es war aber dringend, hä? Das war ja nun mal wirklich am Limit. So, der muss ja direkt wieder strullern. Super. So, kurz rüberschieben. Über die Reifenflanke. Stört dem Reifen ja nicht. Ja, ich denke mal, da hat sich der Wagenheber durchgebackt. Schade. Hätte ja klappen können, dass man den einfach durchschiebt. Aber das funktioniert leider nicht so einfach. So. Jetzt tun wir ganz kurz was gegen die Hygiene. Damit wir da auch mal endlich sauber sind. Und dann ist erstmal wieder alles so weit in Ordnung, sagen wir mal so. So. Mein Gott. Wie viel Uhr haben wir? 3:45, ne? Ja, wunderbar. Schön. Also gut, los geht's. Oh, das Telefon klingelt. Ja, bitte. Grandma möchte Fisch haben. Fisch gibt's mit der Reuse auf der Insel, das weiß ich mittlerweile, aber wo ich den fangen kann, wusste ich bis jetzt immer noch nicht. Ist aber nicht so tragisch, es gibt Schlimmeres. So, ich habe ja immer noch das Problem, dass ich leider nicht weiß, wie meine Reifen hier dran... Jeck. Echt jetzt? Wird einfach nur draufgesteckt. Oh, okay, gut. Wir können die Achse vollständig bauen. Sehr gut. Man sollte einfach nur manchmal nicht so dumm sein. Oder etwas aufmerksamer, ich bin mir nicht sicher. Jo, der Wagenheber hat auf jeden Fall Power. Ah, da ist die Schraube, okay. Ich habe gerade die Schraube gesucht, die wir festziehen sollen. So. Wunderbar. Das sieht nach etwas kleineren Schrauben aus als... die andere. You see me rolling, they hate it. Controlling and trying to kiss me wild and dirty. Trying to kiss me wild and dirty. So, ich baue den ersten Lowrider, Meister Maka. Welcher Schraubenzieher ist das bitte? Ich meine, es ist schon schwer genug, die Schrauben zu treffen. Okay. Gut. So,
So, das ging mir nämlich jetzt gerade ein bisschen auf den Keks. Diese Gewichtsverteilung war nicht sehr optimal. Wunderbar. Schön. Und das Ding kommt ja danach dran, wenn der Motor dran ist. Wird hier so gesehen durchgeführt. So, genau. So kommt das dann daran. Und ich denke auch, dass das Ding irgendwo dran muss. Sicher bin ich mir aber auch nicht. Für mich ist aber jetzt erstmal wichtig, dass ich vielleicht den Reifen montieren kann. Und damit dann, ja, kann ich jetzt. Sehr gut. Damit ist die Halterung so gesehen gegeben für den Reifen. Dann können wir den Reifen montieren und dann können wir das Fahrzeug reinrollen. Was ja nicht gerade unwichtig ist, ne? Sehr gut. Das Ding geht immer noch nicht. Nein. Sehr gut. Und das dürfte auch noch nicht gehen, weil es noch keine Verwendung hat, ne? Sehr gut. So, Seite 1. Jetzt wechseln wir kurz auf die andere Seite. So, das reicht vollkommen aus, so dass ich an die hauptsächlichen Schrauben drankomme. So. Kurz hier. Hoppala. Das war nicht so gut. Ist ja wieder durch die Gegend gehüpft, dieses Ding. Ist ja grausam. So, kurz nochmal erhöhen hier. Wunderbar. Ach ja, toller Job. Ich habe auch ein bisschen Angst, gleich das Fahrzeug reinzuschieben. Es dürfte gar nicht so einfach sein, wie ich mir das vorstelle. Wir haben vorne keine Lenkachse eingebaut. Das bedeutet, das Ding möchte ja in alle Richtungen. Bin mal gespannt, wie das wird. Im Notfall hebe ich es einfach hinten hoch und schiebe es mit dem Gabelstapler rein. Also Möglichkeiten finde ich schon, das Ding da reinzubekommen. Daran wird es nicht scheitern oder so. Aber es ist immer wieder eine Herausforderung, dieses Spiel. Das soll man kaum glauben, oder? Wir spielen das Spiel jetzt in der... Ja, wie soll ich... Was soll ich sagen? Wie lange spielen wir das jetzt schon? Schon lange. Und... Na komm. Und das spielen wir jetzt wirklich intensiv lange, ne? Das ist ja nicht so, wir spielen das mal ein paar Tage oder so. Nein, wir spielen das wirklich schon sehr, sehr lange. Und da muss man wirklich bedenken, es kostet echt viel Zeit, dieses Game, ne? Wahnsinn. Aber es macht jedes Mal Spaß. Also die Zeit, die man investiert, ergibt ein tolles Ergebnis. So, jetzt wollte ich ganz kurz mal in die Küche und unser Paket öffnen. Da ist nämlich unser Lack drin. Ich möchte nämlich gerne unser Fahrzeug kurz weiß lackieren, weil dieser Rost mir auf den Sack geht. Halleluja. So. Schon besser. Gut. Im Traktor müssten noch die anderen zwei Reifen sein, ne? Bingo. Nummer 1. Ich glaube, das war dieser hier, der Neuner. Nicht?
Achter. Siebener. Sechser. Elfer. Ich weiß es schon gar nicht mehr, welcher das jetzt war. Okay, jetzt bin ich ein bisschen überfragt gerade. Warum ich die Reifen... Aha. Mein Gott, das war aber jetzt wieder eine Geburt, ne? So. Und... So. Wunderbar. So, der letzte Reifen. Und fest damit. So, jetzt ist natürlich das Problem, wir haben wirklich vorne keine Lenkung und es könnte passieren, dass wir den dann nicht reinbuxiert bekommen. Wir probieren das Ganze aber einfach jetzt mal aus. Bedeutet, wir werden ihn schon mal im Vorhinein in die richtige Richtung schieben. So. Nein, 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 nicht zurück. Oh. Sowas muss natürlich vermieden werden. Okay, andere Seite rausholen. So. Schön. Er schlägt halt willkürlich ein und das ist so die kleine Problematik. Schade. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass wir den so ein bisschen fixieren können, aber... Nein. Keine Chance. Ist das Bauteil gerade einfach durchgefallen? Ja, ne? Oh, lustig. Ja, wir können es leider nicht montieren. Schade. Ich wollte schon mal vielleicht irgendwie die Lenkung montiert bekommen, aber... Keine Chance. Schade eigentlich. Das Steering Rack weiß ich jetzt gerade noch nicht mal mehr, wo es hinkommen würde. Schade. Okay, gut. Ich würde mal sagen, wir haben es weit gebracht. Bis kurz vor die Garage ist er ja schon mal. Gut, wie wir das jetzt hier regeln, dass er vielleicht nur einschlägt oder so, glaube ich, wird erstmal nichts werden. Aber er steht schon mal fast drinne. Das finde ich ein Erfolg, deshalb schiebe ich ihn jetzt einfach rein. So. Weiter, weiter. Zack. Nein, das ist zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Wieder ein Stück zurück. Liebes Auto, so, genau. So, und die Hinterachse noch kurz hoch. So, noch ein Stück. Minimal. Noch ein Stück. Optimal. So, ein Stück zurück. So, ist nicht schlimm. So. Wir haben es geschafft. Cool. Er ist drin. Und er sieht gut aus. In dieser Farbe sieht er schön aus, oder? In Weiß hatten wir auch noch keinen Meistermarker. Gut, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann definitiv im nächsten Part wieder. Wenn es heißt, Let's Play My Summer Car. Bis dahin, bleibt wie seid. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen...
Heute müsste Samstag sein. Samstagabend oder Samstagmittag. Bis zur nächsten Folge. Ich gehe auf Toilette. Macht's gut und tschüssikowski. Ciao.